So, und nun, nachdem ich natürlich schon wieder maßlos überzogen habe, das ist leider immer so, das schaffe ich nicht, vielleicht ist es ab nächstem Jahr anders, wenn ich nicht mehr hier vorne stehe. Aber wir haben natürlich immer auch zwei besonders tolle Vorträge für Sie herausgesucht. Und da darf ich zunächst begrüßen André Cafier, der uns seine Erfahrungen und Aussichten bei Open NRW näher bringt. Er ist Leiter des interministeriellen Ausschusses in NRW, gehört zum Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen und wird uns an der Stelle jetzt die nächsten, wie viel hat er, halbe Stunde, dreiviertel Stunde? Die nächste Zeit mit seinen Inhalten begrüßen. Oh, vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, als ich hier eben reingekommen bin, war ich vom Glück beseelt, weil ich auch hier studiert habe und die Räumlichkeiten noch ganz gut wiedererkannt habe. Die Rückenlehnen sind sogar, glaube ich, noch die gleichen, aber wenigstens bei den Tischplatten hat man was modernisiert und ganz erfreulich, die Toiletten sehen auch moderner aus. Die hatten es auch am ehesten nötig. Nichtsdestotrotz, ja, dann sah ich allerdings in die Runde und fühlte mich etwas underdressed oder overdressed mit meiner Krawatte. Habe die zum Beweis, dass ich eine habe, auch mitgebracht. Also bin schnell in die Ecke gegangen, habe die ausgezogen, gerade geschehen, dann kam der Bürgermeister hier rein, hatte eine um und ich dachte, ah Mist, wie kriege ich die denn jetzt so schnell unterm Tisch wieder angezogen, aber jetzt ist er gerade gegangen und jetzt bin ich, glaube ich, in guter Gesellschaft hier. Ja, wie gesagt, hier waren meine ersten Physikvorlesungen, drei an der Zahl in der Woche, glaube ich, immer von 12 bis 13 Uhr für einen hungrigen Studenten, genau die falsche Zeit. Mir wurde aber berichtet, dass die Vorlesungen ganz gut gewesen sein sollen. Ein, zwei habe ich auch, glaube ich, mal besucht, aber von Partys kenne ich die Räumlichkeiten irgendwie noch. So, ich ganz kleines bisschen vielleicht zu meiner Person. Ich bin Referent im Innenministerium, beziehungsweise wie es seit letztem Jahr heißt, im Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen und dort zuständig für den Bereich des Geodatenmanagement, den Aufbau der Geodateninfrastrukturen und dem Thema Inspire. Heute bin ich allerdings in einem anderen Thema hier und ich freue mich sehr, dass ich scheinbar ein gutes Thema gefunden habe, denn eben hatte mir in einem Vortrag auch schon der Herr Helle gesagt, dass ich Sie glücklich machen kann, wenn ich Ihnen offene Daten mitbringe. Ja, wunderbar. Also das ist was sehr Gutes. Also vielen Dank für die Vorlage. Ich glaube, ich kann Sie heute glücklich machen. Zumindest, wenn Sie von OpenStreetMap mal ganz kurz weggehen wollen und vielleicht auch andere Daten hier einbinden wollen. Wir haben die glückliche Situation, die Kostenfreiheit in Nordrhein-Westfalen für sämtliche Informationen, die einen Raumbezug haben, eingeführt zu haben. Und die Zahl des Jahres 2017 sind die 500 Terabyte. Das nämlich ist die Zahl an Daten, die im Jahr 2017 von unseren Servern downgeloadet wurden. Zu 98% sind das Geobasisdaten von Landesvermessung und Liegenschaftskataster. Zusätzlich zu dem Angebot, welches wir bislang auch schon immer über Dienste bereitgestellt hatten. Deswegen auf der Folie auch nochmal die Darstellung der Nutzung unserer WFS- und WCS-Dienste. Klar, in den Anfängen vielleicht etwas sehr stark genutzt, hochfrequentiert. Vermutlich hatten die Ersten noch die Idee, dass das vielleicht nicht wahr ist alles und im März führen wir wieder Kosten ein. Deswegen wurde wahllos runtergeladen. Aber ich denke, man kann seit Mitte des Jahres sagen, dass so in etwa 20 Terabyte pro Monat an Datensätzen hier downgeloadet werden. Auch im Bereich der Dienste, der WMS-Dienste, die schon seit längerer Zeit in Nordrhein-Westfalen kostenfrei waren, hat sich hier eine positive Entwicklung nochmal on top ergeben. Wir haben tatsächlich einmal natürlich diesen Nutzungspeak im jeweiligen Jahr 2017 zu verzeichnen, aber seitdem geht eigentlich auch stetig die Nutzung unserer WMS-Dienste nach oben. Hier die andere Grafik zeigt nochmal, dass zurzeit das Interesse an WMTS-Diensten größer zu sein scheint. Also insgesamt wird die Infrastruktur, die wir seitens der öffentlichen Verwaltung hier im Geoinformationswesen bereitstellen, scheinbar genutzt. Sehr erfreulich. Und selbst diese Folie muss ich Ihnen zeigen, ansonsten würde ich Sie mit dem Thema Inspire heute nicht zu sehr behelligen, aber auch selbst die Dienste, die wir im Inspire-Kontext anbieten, werden genutzt. Dem Henne-Ei-Problem kommen wir damit ein wenig näher. Also die Eier liegen jetzt da und scheinbar haben sich ein paar Hennen draufgesetzt. Hoffen wir, dass wir im Jahre 2020, wenn die Uni hier wenn die Stadt Bonn groß feiert, dass die Stadt dann gleichzeitig im Jahre 2020 ihre Inspire-Verpflichtung erfüllt und alles, was sie hier machen, mit georeferenzierten Inspire-Diensten bereitstellt. Das wäre super, dann würde ich gerne wiederkommen. Ja, nichtsdestotrotz, es geht heute um das Thema
offene Geobasisdaten und ich wurde gebeten, auch einen kleinen Rückblick zu geben. Nichts ist spannender für uns, wenn wir im Ministerium arbeiten, als ein Blick ins Gesetz. Und ich sehe Ihre Leidenschaft nach dem Essen, auch mit mir diesen Blick ins Gesetz zu wagen. Nichtsdestotrotz muss ich Sie warnen, an der Stelle wollte ich mich ein bisschen kürzer fassen und nicht ganz so tief eindringen, sondern Sie lediglich darauf hinweisen, dass wir zwei rechtliche Vorgaben haben, auf denen wir unsere Gebühren grundsätzlich immer abgebildet haben. Das eine ist der Geoinfo-Erlass, der sich vornehmlich mit den Daten der Landesvermessung beschäftigt. Das andere ist eben die Gebührenordnung für das amtliche Vermessungswesen und die amtliche Grundstückswertermittlung, Firmenwertgebührenordnung. Gut. Darin waren bislang unsere Kosten geregelt und in der zweiten Änderungsverordnung hatten wir dann die Möglichkeit, erstmals Daten kostenfrei über WMS-Dienste bereitzustellen. Diese WMS-Dienste haben wir ein bisschen versteckt, weil es mir auch noch nicht so en vogue war, diese Dinge bereitzustellen, unter dem unter der Klammer des NRW-Atlas, also unter dieser Klammer bekamen Sie da schon zu dem Zeitpunkt Daten des Landes zur Verfügung gestellt, eben verpackt in einem WMS-Dienst. Dann in 2016 kam der eher größere Wurf, dadurch, dass wir dann diese dritte Änderungsverordnung eingeführt haben und damit auch die Kosten für die Daten der Grundstückswertermittlung freimachen konnten. Und dann der wirklich fantastische Wurf und ganz egal, wer daran wie beteiligt war, es ist wirklich ein historischer Abschnitt. Und wenn irgendwann in 50 Jahren jemand einen Vortrag hält über die Thematik aus nordrhein-westfälischer Sicht, dann wird dieses Datum vermutlich auf einer der Folien zu finden sein. Das hat in Nordrhein-Westfalen, denke ich, wirklich einiges bewegt. Also, die Tatsache, dass wir seit dem 01.01.2017 wirklich alles kostenfrei rauswerfen können, was digital ist. Das Ganze ist im Umfang der Verordnung zur Umsetzung der Open Data Prinzipien geschehen. Das ist eine sogenannte Mantelverordnung. Eine Mantelverordnung, die sich in drei Artikeln aufgegliedert hat. Wir mussten die Daten der SAPOS-Stationen noch hier einschränken. Die waren weiterhin gebührenpflichtig, aber auch hier schon der positive Hinweis, dass sich da in nächsten Tagen auch das ändern wird. Wir werden also jetzt auch die Daten von SAPOS kostenfrei bereitstellen können. Minister hat unterschrieben, das Ganze muss nur noch veröffentlicht und dann technisch umgesetzt werden. Aber auch da gibt es keine Kosteneinschränkung mehr. Wir sind wirklich Open Data in Nordrhein-Westfalen. Dann steht lediglich in der Gebühren und alle sonstigen Geodaten Gebühr keine. Damit haben wir eine jahrelange Kostendiskussion beendet. Mit diesem einzigen Wort keine. Hervorragend für uns. Es gab so viele Arbeitsgruppen, die sich das beste Gebührenmodell überlegt haben. Es gibt nicht das beste Gebührenmodell. Das beste Gebührenmodell ist null. Und wir dürfen es leben. Das ist sehr schön. Nichtsdestotrotz, Dienstleistungen, für die nehmen wir natürlich weiterhin auch, müssen wir Haushaltsmittel oder müssen wir Geld nehmen. Also alles, was wir nochmal darüber hinaus über das digitale Angebot anfassen müssen, wo wir eine Dienstleistung erbringen, das ist selbstverständlich abzurechnen. In Artikel 2 haben wir dann da die Regelung für unsere Lizenzierung genutzt. Auch hier haben wir es uns relativ einfach gemacht. Wir haben jetzt die Datenlizenz Deutschland nicht deswegen verwendet, weil wir der Auffassung waren, das sei die beste. Aber es ist die konstanteste in Deutschland. Die Bundesrepublik, der Bund, aber auch viele Bundesländer haben sich eben genau für diese Datenlizenz committed und auch die Open Government Strategie unseres Landes hat in 2016 sich ausdrücklich für diese Datenlizenz ausgesprochen. Deswegen bauen wir jetzt auf diese auf. Ob man in XY Monaten, Jahren vielleicht der Auffassung ist, dass hier eine bessere Lizenz hilfreich wäre, dann sind wir zumindest schon auf einer einheitlichen Basis, auf der man dann diese Diskussion starten und einen potenziellen Wechsel durchführen könnte. Wichtig war uns jetzt einfach nur, dass wir eine einheitliche Lösung finden, die sich jetzt auch mittlerweile in anderen Bundesländern etabliert. Ja, wieder. Das Ganze, man glaubt das ja gar nicht. Also man sagt ja, Verwaltungen sind doch sonst auch immer so penibel. Aber an der Stelle, wir haben wirklich bis zum Schluss nicht dran geglaubt, dass das klappen könnte. Entsprechend überrascht waren wir, dass es auf einmal geklappt hat. Und dann waren wir auch sehr überrascht, dass wir nur noch 5 Monate Zeit hatten. Und in diesen 5 Monaten war eine Menge zu tun. Zum Beispiel mussten wir erstmal die Abkehr vom üblichen Vertrieb, den wir jahrelang gelebt haben, wo wir auch so ein bisschen hinterstanden, die Ideologie auf einmal wechseln, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnehmen, also wirklich so einen gedanklich-kulturellen Wandel vollziehen. Wir mussten unsere Vertriebsstrukturen vollständig ablegen. Wir konnten nicht einfach unser Vertriebsportal auf Null setzen. Dieses Vertriebsportal ist nicht dafür ausgelegt, darüber 500 Terabyte zu bewegen, sondern es war viel kleinteiliger ausgelegt. Also das mussten wir vollständig abschalten. Wir mussten
Download-Bereich anlegen, weil wir natürlich wissen, obwohl wir in der GDI Deutschland eine dienstebasierte Architektur leben wollen, war uns natürlich klar, dass das nicht das ist, was der Nutzer gerade braucht. Deswegen mussten wir auch da nochmal vor unsere Firewalls eine Infrastruktur setzen, auf der man die Geobasisdaten und Geofachdaten runterladen kann. Wir mussten sämtliche Produkte, die wir haben, einfach mal durchkonfektionieren, weil wir eben nicht mehr Produkte anbieten, sondern ja, Rohdaten will ich das nicht nennen, ne? Aber wir bieten jetzt heute das komplette Basis-DLM an und nicht mehr irgendeine Ausprägung in Schwarz, Weiß, Rot oder Lila. Das können Sie machen. Sie können sich einfach das Basis-DLM in voller Form schon halt runterladen. Das interpretiere ich als Rohdatum und Sie machen damit, was Sie letztendlich brauchen. Also es gab noch eine Menge an Aufgaben, die zu tun und zu erledigen waren. Auch die Frage der Paketierung. Was macht man mit solchen großen Luftbildern in DOP 20 Auflösung? Die kann man ja nicht einfach dahinlegen. Man muss die ja sinnvoll paketieren, damit die überhaupt durch einen Download-Server durchflutschen können. Also all das waren Fragen, die wir in 5 Monaten zu klären hatten. Und da haben Geobasis NRW hier in Bonn, da haben IT-NRW und auch das Ministerium sehr, sehr gut zusammengearbeitet und den Nachweis erbracht, dass Verwaltung nicht immer langsam sein muss. Ja, okay, das sollte vielleicht an der Stelle sein. Ich weiß nicht, wie oft ich da noch drauf drücke. Hier mal ein ganz kurzer Auszug dessen, was wir jetzt tatsächlich bereitstellen. Das eine oder andere Produkt wird Ihnen vielleicht bekannt sein. Ich möchte auch hier nicht näher ins Detail gehen. Ich habe mich für 2 Bilder entschieden, sicherlich dem interessanten Luftbild in dieser Auflösung 1:20. Und auch da wird es sicherlich bald Neuerungen geben, weil wir natürlich qualitativ hochwertigere Daten haben als das. Nichtsdestotrotz darüber hinaus dann auch nochmal die Informationen aus dem Liegenschaftskataster, hier mal abgebildet der Landtag. Das ist die Detailtiefe, die Qualität, die man jetzt kostenfrei beziehen kann. Sehr schön. Wir sind selber hingegangen, also die Animationen, die funktionieren nicht, also sehen Sie es mir nach, jetzt weiß ich auch gar nicht, was hinter diesem Bild steht, das hätte jetzt eigentlich so durchflippen müssen, ich versuche es trotzdem. Also wir sind hingegangen und haben uns einer Frage stellen müssen, die uns intern beschäftigt. Also viele Ressorts nutzen, bauen Portale zurzeit auf, bilden darin Kartengrafiken ab, weil sie irgendwas darstellen wollen und nutzen zuallererst immer Google, selbstverständlich sogar, klar, weil die Grenze eben an nordrhein-westfälischer Grenze nicht aufhören darf an der Stelle. Dem konnten wir jahrelang nie begegnen, jetzt können wir es auf einmal, zumindest bis zur Grenze, aber nicht darüber hinaus. Deswegen waren wir sehr erfreut, dass wir in Gesprächen mit dem Bundesamt für Kartografie und Geodäsie dann gewahr wurden, dass es da ein Verfahren gibt, mit dem man jetzt künftig kostenfreie Informationen hier in einer Hintergrundkarte bereitstellen möchte. Man hat dort unsere Geobasisdaten eingearbeitet, sie in dem Verfahren Top Plus kartografisch überarbeitet und dann jetzt ein einheitliches Kartenbild uns zurückgegeben. Also wir nutzen jetzt auch in unseren Portalen unsere eigenen Daten, die allerdings durch eine externe Stelle nochmal kartografisch überarbeitet wurden. Aber so what? Das sieht die freie Nutzung eben vor und das ist für uns sehr gut, weil wir jetzt tatsächlich dann auch mal in diesem Bild im Geoportal, normalerweise war hier bei der roten Grenze Schluss, jetzt können wir unseren ÖBVI-Viewer zumindest da, wo wir Fachdaten haben, auch über die Grenze hinaus darstellen. Und gerade in Krisenaufgaben beispielsweise, die auch bei uns in der Abteilung angesiedelt sind, müssen wir natürlich über die Grenzen hinaus schauen und sehen. Das ist also ein Kartendienst des BKG, der über mehrere Zoom-Stufen hinaus skalierbar ist und den man dann eben in eigene Anwendung einbauen kann, ebenfalls auch unter der Datenlizenz Deutschland und überall dort, wo es keine kostenfreien Daten gibt, zum Beispiel bei unseren Nachbarländern in Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, in Teilen, ich weiß, mein Kollege sitzt hier irgendwo, aber er kann mich ja nachher dafür strafen, Hessen und dergleichen, gibt es an der Stelle die Kostenfreiheit in diesem Sinne, in dieser Ausprägung noch nicht. An der Stelle werden OpenStreetMap-Daten genutzt. Warum auch nicht? Da haben wir persönlich überhaupt keinen Stress mit. Hauptsache, wir können lösungsorientiert an die Aufgaben herangehen. Ja, da ist es jetzt wirklich sehr ärgerlich, dass die Animation weg ist, weil hinter dem Bild ist was ich wirklich nicht weiß. Aber gut, wir haben darüber hinaus auch versucht, einfache Lösungen anzubieten, um sie in unseren Portalen der Ministerien und auch der nachgeordneten Bereiche abbilden zu können. Wir wollten also weg von diesen ganzen Google-Darstellungen und haben mit dieser sogenannten Geocoding-Map eine Komponente gefunden, mit der man eben ganz einfach Abbildungen oder kartografische Elemente hier darstellen kann und in Portale einbauen kann. Dementsprechend sind wir auch alle Portale des Landes durchgegangen und haben die jetzt dadurch abgelöst.
Jetzt sagen Sie, oh, vielleicht kann ich das auch für irgendwas nutzen, leider immer noch nutzungseingeschränkt. Jetzt sagen Sie, oh, jetzt hat er doch irgendwie was, was wieder kostenpflichtig ist oder was nicht richtig genutzt werden kann. Hinweis an der Stelle, an uns liegt es nicht. Wir müssten an der Stelle, ich muss mich mal ganz kurz orientieren, da hinten ist das Schloss, also Sie müssen in die Richtung gucken, dann gucken Sie auf den Posttower. Da liegen leider immer noch kostenpflichtige Daten, die dazu verleiten, dass wir die Dinge eben doch nicht in den Anwendungen so kostenfrei herausgeben können, weil wir eben nicht Herr der Postleitzahlen sind. Also auch da nochmal der Appell aus dieser Runde heraus, vielleicht auch diejenigen mal anzusprechen, die immer noch auf ihren Daten hocken, die nicht immer aus der öffentlichen Verwaltung kommen, sondern die vielleicht auch mal aus der Wirtschaft kommen. Das ist eine Ressource, die Postleitzahl, die ganz vehement und ganz wesentlich ist für Codierungsaufgaben, die wir benötigen. Also es gibt scheinbar noch genug Stellen, die ein Geschäftsmodell in den Geofachdaten finden. Und vielleicht kann der Appell aus dieser Runde, wenn wir schon hier in Bonn sind, auch in die Richtung Posttower gehen und vielleicht etwas dran ruckeln. Das wäre uns sehr genehm. Ja, ich will Ihnen ganz kurz nochmal darstellen, welche Möglichkeiten Sie haben, an unsere offenen Daten heranzukommen. Der eine Weg ist der, der das Ganze vielleicht auch prolonciert hat, ist unsere Open Government-Initiative in Nordrhein-Westfalen, die natürlich nicht geoaffin läuft, sondern von unserem CIO begleitet wird. An der Stelle haben wir natürlich unsere Geodaten in den Metadaten qualifiziert und über die Anbindung, die Vernetzung unseres Geokatalogs mit dem Katalog der Open-NRW-Welt so vernetzt, dass man die Ressource dort auch wiederfinden kann. Also Sie können ins Open-NRW-Portal gehen und da nach allen möglichen offenen Daten aus Nordrhein-Westfalen suchen, aber eben auch nach den freien Geodaten. Und wenn Sie nach Ortofotos suchen beispielsweise, kommen Sie genau auf die Ortofotos, die Sie dann auch im Geoportal beispielsweise vorfinden. Also es sind immer die gleichen Daten, die durch die Metadaten eben entsprechend und über die Kataloge entsprechend vernetzt sind. In dem WMS DOP20-Dienst ist auch noch die Möglichkeit, über die Feature-Infos diese Ortofotos direkt als PDF runterzuladen, wenn man mal eben Ortofoto für einen Geburtstag oder für einen Wegweiser oder für sonst was braucht. Heute Morgen war, glaube ich, das Beispiel der Fete oder der Feierlichkeit, wo man mal eben kurz eine Grafik brauchte. Die hat man hier relativ schnell runtergeladen. Also selbst fachfremde Menschen, die mit der Technik nicht so viel zu tun haben wie ich, sind dazu durchaus in der Lage. Darüber hinaus hatte ich Ihnen ja eben schon gesagt, haben wir die Infrastruktur nochmal eben vor die Firewalls gesetzt und haben nochmal unsere Geobasisdaten in einer filebasierten Struktur abgelegt, hier in einem öffentlich zugänglichen Bereich, hier unter der E-Mail-Adresse, der Webadresse, die hier dargestellt ist. Dort sind genau die Geobasisdaten, die Sie auch über die Dienste bekommen. Also es ist alles immer der gleiche Datensatz. Hier sind aber auch andere Geofachdaten abgelegt, sofern Ressource Ihre Ressourcen auch vor die Tür stellen wollen. Das werden wir auch weiterhin noch anbieten. Ich denke, viele Programme laufen einfach auf solchen Skripten, auf solchen filebasierten Skripten. Wir sind noch lange nicht da, dass wir alle immer unsere Dienste nutzen können. Dementsprechend muss man auch diesen Weg, denke ich, noch begleiten und gehen. Ja, eigentlich müsste alles perfekt sein. Ist es auch, also ich strahle durchaus heller mittlerweile in meinem Gesicht als meine Berufskollegen, wenn wir in dem Thema unterwegs sind. Und wir haben auch nicht mehr so die aktivste Vertretung in den ADV-Arbeitskreisen, die sich mit Gebühren beschäftigen. Nichtsdestotrotz sind die Probleme zwar andere geworden, aber sie sind nach wie vor da, gerade im Lizenzierungsbereich. Ich würde die Frage im Teufel niemals öffnen, Sie nach Ihrer Meinung zu Lizenzen zu fragen. Also nicht in dieser Runde, weil da müsste ich ja antworten. Nein, um Gottes Willen. Also wir haben noch genug Fragen, wie man Lizenzen abbildet, wie man gerade Lizenzen auch abbilden könnte, die sich mit Echtzeitdaten beschäftigen, wie wir zusammenkommen bei OpenStreetMap-Daten beispielsweise und Geobasis-Daten, wie können wir das miteinander vereinen, wie kriegen wir die beiden Lizenztypen zusammen. Das lassen wir gerade klären, in der Hoffnung, dass es da eine positive Lösung zu gibt. Wir müssen weiter nochmal unsere Produkte ausgestalten. Ein ganz großer Nachteil des Open Data ist der, dass wir unsere Nutzer nicht mehr kennen. Gut, klar, vorher war es eine Handvoll, mit denen wir dann Vereinbarungen hatten, mit denen man aber auch sprechen konnte und nachfragen konnte, was wollt ihr für Produkte, sind die Daten noch so gut, wie wir sie haben. Jetzt haben wir die Ressource da einfach liegen und wir wissen gar nicht, wer diese 20 Terabyte Nutzer sind. Das ist ein bisschen schade eigentlich, da müssen wir nochmal an uns überlegen, wie wir denen vielleicht näher kommen können. Ja, die Ansprüche, dadurch, dass die Nutzung gesteigert wird, die Ansprüche an die Qualität der Daten hat sich da tatsächlich auch nochmal erhöht. Also das ist der Nachteil, wenn Daten auf einmal genutzt werden. Die Nutzer haben natürlich dann auch Ansprüche an diese Daten, aber diesen Anspruch haben wir ja selber als amtliche, an unsere amtlichen Daten. Dementsprechend hilft uns das natürlich weiter. Ja,
Ich hatte schon gesagt, wir leben eigentlich eher die Dienste statt des Downloads. Nichtsdestotrotz versuchen wir daran weiterzuarbeiten, beides bereitzustellen. Was uns ganz wichtig ist, ist eben, dass wir auch in Standards leben. Hier sind wir gewissen Vorgaben, Restriktionen unterworfen. Gerade im Vermessungswesen arbeiten wir mit den untereinander in der Vermessungsverwaltung zusammen, mit den anderen Bundesländern und leben eben Standards, die vielleicht nicht immer und überall en vogue sind, aber die eine ganz wesentliche Ressource sind zur Daseinsvorsorge. Und das ist ja unser erstes Anliegen, diese Daten dafür zu erheben, weil wir intern Daseinsvorsorge betreiben müssen für unsere internen Prozesse. Und erst in einem zweiten Schritt geben wir diese Daten für externe Nutzung beispielsweise bereit. Das darf man halt nie ganz vergessen, wenn man darüber redet, warum wir diesen oder jenen Standard bedienen. Aber wir versuchen auch über Standards einfach, gerade die Kooperation, die Zusammenarbeit, die sich im Open Data und Open Government Kontext bildet, einfach auch zu leben. Der nächste große Standard, der, glaube ich, vor uns steht, aus der Sicht der öffentlichen Verwaltung, ist der Standard X-Bau und X-Planung. Da sind wirklich gute, weite Schritte getan worden, um da wirklich auch ressortübergreifend auf einem einheitlichen Datenaustausch, auf einem einheitlichen Austauschstandard kooperativ und gemeinschaftlich zusammenarbeiten zu können. Wir wollen versuchen, in diesem Jahr Ihnen die Möglichkeit des Downloads noch zu vereinfachen. Das war einfach der Tatsache geschuldet, dass wir jetzt wirklich viel malochen mussten, um unsere Daten bereitzustellen. Jetzt erst haben wir die Ruhe und die Zeit, uns zu überlegen, dass wir die Bereitstellung auch über einen sinnvollen Download-Client begleiten können. Das soll in diesem Jahr noch erfolgen. Wir wollen auch weiterhin an den technischen Komponenten arbeiten, die da lauten Geoportal, Geokatalog, mit der GDI.de zusammen, Test Suite, Registry. Wir haben aber auch interne einzelne Komponenten, mit denen wir glauben, dass wir dieses Thema Geoinformation weiter nach vorne pushen können. Ja, und dann gehen wir neue Bereitstellungswege, also auch wir entwickeln uns, auch wir haben erkannt, dass das Web nicht mehr nach 3A-modellierten Datendiensten sucht, sondern dass sie auch spezifischer sucht. Dementsprechend, glaube ich, ist heute im Programm auch noch ein Vortrag zu dem Thema Spatial Data on the Web, in dem man einfach auch mal versucht, wirklich über webbasierte Suchen einzelne Objekte im Internet zu suchen und dann auch direkt runterladen zu können. Also dass sie wirklich nach dem Objekt Haus suchen oder Straße in einer bestimmten Region, dieses Objekt dann auch direkt beziehen können und nicht einfach auf dem Dienst aufsetzen müssen. Also ein ganz interessantes Projekt, was wir in diesem Jahr angestoßen haben und was von der Firma Interactive Instruments heute nochmal von Herrn Böhme, glaube ich, im weiteren Verlauf der Tagung, der Konferenz vorgestellt wird. Genau, Geodaten als Kernkomponente, das ist verwaltungsintern, das lasse ich mal weg. Nichtsdestotrotz, innerhalb der Verwaltung ist das Thema Digitalisierung, Digitalisierungsstrategie gerade sehr bedeutend. Nordrhein-Westfalen ist gerade im Begriff, mit sehr viel Aufwand eine Digitalisierungsstrategie zu erarbeiten. Und im Rahmen dieser Digitalisierungsstrategie versuchen wir uns als geoaffine Behördenteile eben auch anzubieten, weil wir einfach alles mitbringen aus der Geowelt, was man in diesem Kontext benötigt. Also wir wissen, wie man Standards macht, wir wissen, wie man Metadaten macht, wir wissen, wie man digital macht. Das sind einfach drei Faktoren, mit denen wir als geoaffine Menschen uns jetzt aktiv in diesem Prozess der Digitalisierung, der in jedem Bundesland gerade auf der Tagesordnung und auf der Agenda steht, irgendwie auch nochmal einbringen können. Ganz gleich aus welcher Richtung, auch aus dieser Richtung der FOSGIS, denke ich, gibt es genug Initiativen, die man da begleiten kann. Und das gilt es dann eben auch zu tun und weiterhin den Appell an externe Stellen, an andere Bundesländer, diese Daten auch freizugeben. Wir haben überhaupt nichts davon, wenn 4 Bundesländer in Deutschland Kostenfreiheit haben. Leider liegt kein einziges dieser Bundesländer zusammen. Also wir haben keine gemeinsame Grenze, wir können nicht nach Thüringen hüpfen, wir können nicht nach Hamburg hüpfen und nach Berlin sowieso nicht. Also ich brauche Niedersachsen, ich brauche Rheinland-Pfalz, ich brauche Hessen. Mit Belgien haben wir eine Kooperation, die Niederlande sind seit jeher kostenfrei. Erst dann ist mein Leben wirklich perfekt. Dann kann ich auch irgendwann diese Lizenzfragen klären und dann werde ich mich ganz genüsslich zurücklegen, meine Krawatte zurechtbinden und mich freuen, dass die Geowelt funktioniert. Etwas despektierlich gesagt. Ja, wir machen das Ganze auch nicht mehr alleine. Seit wir in diesem Open Data Kontext sind, kann man ja auch viel besser zusammenarbeiten. Dementsprechend haben wir seit einiger Zeit in Nordrhein-Westfalen auch quasi einen runden Tisch eingerichtet vor dem Hintergrund, dass wir einfach mit Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft reden wollen, ins Gespräch kommen wollen, um zu sehen, wo die Mehrwerte der Geoinformation liegen. Das hat viele Gründe, alleine Nachwuchsprobleme, aber auch eben natürlich
unsere Überlegung, das Thema nach vorne zu pushen. Und das tun wir in diesem Roundtable. Es ist ein freiwilliges Netzwerk, in dem Sie sich, wenn Sie mögen, auch engagieren können. Jeder bringt sich hier freiwillig ein. Wir machen hier keine sogenannte Schrankware und erstellen ellenlange Papiere, wofür eigentlich als öffentliche Verwaltung sehr für bekannt und verschrien sind. An der Stelle versuchen wir wirklich lösungsorientierte Projekte anzugehen, die in kleinen Skizzen vorzubereiten, mit diesen Skizzen in die Ressorts zu gehen und zu sagen, so hier ist das was, was ihr braucht. Und dann mit Fördermöglichkeiten des CIO tatsächlich die Dinge nach vorne zu treiben. Da haben wir sehr schöne Beispiele schon finden können und das ist also tatsächlich ein sehr lebendiges Netzwerk, in dem wir hier zusammenarbeiten und das ist ganz positiv. Ein Beispiel für dieses Netzwerk ist die Frage eben, ja, wer sind die Nutzer von Geobasisdaten? Ich wusste es nicht, ich habe es in den Roundtable hineingefragt, die Firma Esri hat sofort zurückgepusht und gesagt, so hier, guckt euch das mal an, wir haben eure Geobasisdaten genommen und die in unsere Esri Basemap eingepackt. Und dort kann ich auf einmal meine Produkte wiederfinden. Also sie werden genutzt, genau das wollte ich ja. Normalerweise hätte ich Ihnen jetzt, wenn das animiert wäre, wären wir jetzt nochmal durch die jeweiligen Angebote hier gegangen. Tut mir leid, das muss ich leider hier überklicken. Fazit. Ich habe einfach mal eine Mail genommen von einem Nutzer, der eigentlich alles sagt. Also wunderbaren Mail, besser können wir es nicht machen. Vermutlich ist es etwas klein, nur bei mir ist es klein. Nichtsdestotrotz darf ich das vielleicht vorlesen, weil ich dann an den für mich wesentlichen Stellen auch die Stimme nochmal verändern kann und das hervorheben kann. Also als Dienstleister für Telekom-Versorger stellen wir Planungswerkzeuge zur Mobilfunkabdeckung bereit. Wunderbar erstmal. Die Bereitstellung von digitalen Gelände- und Gebäudemodellen als Open Data hilft dabei ungemein, die Mobilfunkversorgung zu verbessern. Und das genau ist ja auch unser Ziel. Wir wollen ja mit Geoinformationen bestimmte Prozesse, bestimmte Lebenssituationen verbessern. Hier ist NRW eindeutig Vorreiter. Wow, cool. Also das ist schon mal gut. Und entsprechend werden wir uns bei der Optimierung der Kapazitäten auf NRW fokussieren. Und das ist natürlich ein ganz wesentlicher Satz. Denn wir haben jahrelang immer diskutiert, wir brauchen die Kostenfreiheit, um auch wirtschaftliche Mehrwerte zu schaffen. Das konnte man aber nie so richtig greifen. Ne? Immer wenn ich darauf angesprochen wurde, ja, wie machen Sie das denn? Was ist denn ein wirtschaftlicher Mehrwert? Und wie kann ich den finanziell beziffern, damit ich meine Einnahmeverluste dagegen halten kann. Das konnte ich nie, ich wüsste auch nicht wie. Aber das zeigt doch, dass Investitionen ganz anders getätigt werden, wenn man die entsprechenden Grundlagen dafür hat. Deswegen war mir dieser Satz hier auch nochmal so wichtig. Ja, wir konnten die entsprechenden Geodaten problemlos und komplett, wow, na klar, ist ja auch Standards, ne? Und außerdem haben wir gut gearbeitet an der Stelle, downloaden und vorverarbeiten, alles perfekt, jedoch, oh ja, das ist jetzt ein bisschen kritisch, es fehlte eine Kachel. Ich habe jetzt gar nicht mehr nachgefragt, wie viele Millionen Kacheln wir haben, aber das ist auch irrelevant. Wichtig ist, dass wir durch den Nutzer hier qualitätsgesichert werden und diese eine Kachel auch sofort nachgeliefert haben. Und dann natürlich PS. Das PS ist das Schönste. Ja gut, Sie haben es gelesen, also Sie können es doch lesen. Das ist aus Nordrhein-Westfalen immer ganz, ganz gut, als Saupreuß hier an der Stelle auch schon mal in den Vordergrund gerückt zu werden. Das lesen wir in Nordrhein-Westfalen ja nicht zu oft, deswegen wollte ich Ihnen das auch nochmal sagen. Ich brauche die ganzen kleinen mit Plus hier dargestellten Bereiche gar nicht mehr vorlesen. Ich glaube, die Botschaft ist in dieser einen Rückmeldung angekommen. Ich glaube, wir haben den richtigen Weg gewählt, die Dinge kostenfrei zur Verfügung zu stellen, schon mal in Nordrhein-Westfalen, schon mal in anderen Bundesländern. Und ich glaube, wir gehen damit auch den richtigen Weg und hoffen darauf, dass auch andere Bundesländer, andere Mitgliedstaaten diesen Weg mit uns gehen, damit sie tatsächlich diese Daten nutzen können, dann hoffentlich unter der Lizenz, dass sie die auch in dem Sinne nutzen können, wie sie die nutzen wollen, sei es hier in der Community des Foskis, der OpenStreetMap von Google oder sonst, wie sie auch alle heißen mögen. Sie sollen genutzt werden. Und wir haben ein ganz vitales Interesse daran, dass unsere Daten genutzt werden. Dann brauchen wir uns nur noch auf Fragestellungen derart berufen, dass wir die Qualität sicherstellen, dass wir neue Erhebungsverfahren wie Copernicus beispielsweise wählen, um unsere Daten zu qualifizieren, in die Fläche zu gehen und zu optimieren. Das ist eigentlich, sollte unsere originäre Aufgabe sein. Ja, und dann meine Bitte an Sie, Sie sage ich jetzt pauschal, ich meine niemand einzeln, Sie haben gesagt, bitte Nordrhein-Westfalen, gib die Daten immer frei, überall wo ich hingekommen bin, immer frei geben. Jetzt haben wir es gemacht, bitte mein Appell an Sie, nutzen Sie die Daten hier im Campus hinten in Dottendorf. Ich hoffe, dass da auch die eine oder andere Geobasis-Ressource vielleicht verwendet wird und in Wert gesetzt wird. Das wäre sehr schön. Also wir haben geliefert. Jetzt wollen wir auch, dass die Dinge genutzt werden oder zumindest schon mal probiert werden. Vielleicht ist eine Nutzung gar nicht möglich. Das wollten wir dann sehen. Und wir hoffen natürlich, dass es schöne Beispiele gibt, wie ich sie hier schon mal an die Wand geworfen habe. Ich glaube, es gibt viele schöne Beispiele für die Nutzung offener Geobasis-Daten.
Und ich würde mich freuen, wenn aus dieser Konferenz auch das eine oder andere Beispiel hinzukäme. Wir sind an der Stelle nicht alleine. Wir sind in Nordrhein-Westfalen ein wirklich super funktionierendes Netzwerk aus Land und Kommunen. Die Kommunen finden Sie alle im Geoportal, wenn Sie die referenzieren wollen, wenn Sie die suchen. Wir sind aber auch deswegen, glaube ich, ein ganz gutes Netzwerk, weil wir uns jetzt auch über den Roundtable eben mit Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft verknüpft haben und da eben auch gemeinsam den Dialog suchen, gemeinsam Transparenz herbeiführen wollen. Und wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg sind, wenn ich das aus meiner Sicht beurteilen darf. Sollten Sie dezidierte Fragen zum Thema kostenfreie Bereitstellung haben, wenn Sie nochmal den Wunsch haben, wirklich ins Gesetz zu gucken, wenn Sie nochmal ein paar Zahlen der Euro-Ausfälle vor Augen haben wollen, dann kann ich Ihnen vielleicht hier nochmal dieses ZFV-Heft empfehlen. Da haben wir ausführlichst nochmal versucht zu beschreiben, was uns die letzten Wochen, die letzten Monate hier bewegt hat und was wir tun mussten, damit ich heute zu Ihnen kommen darf und an dieser alten Stätte meiner Physik-Vorträge hier vor Ihnen stehen darf und mich freuen darf, so viele Menschen hier für diese Thematik heute gewonnen zu haben. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen und der Konferenz sehr gutes Gelingen. Dankeschön. Ja, Dankeschön. Wir haben leider keine Zeit für irgendwelche Fragen, weil eigentlich in 20 Minuten schon die Kaffeepause beginnen sollte, wir aber noch einen weiteren Vortrag und zwei Lightning Talks haben. Aber natürlich haben wir hier noch ein Bönsch so zum Mitnehmen. Ich habe mir allerdings sagen lassen, es muss relativ schnell getrunken werden, weil es irgendwie nach einer Woche oder sowas spätestens, weil es eben frisch abgefüllt ist und nicht erhitzt abgefüllt und so weiter. Also von daher möge es entsprechend auf das Gehirn wirken, um weiterhin die freien Gedanken zu fördern. Ja, Dankeschön. Ich weiß, dass ich schuld bin, dass die Kaffeepause relativ kurz ausfallen wird. Um das nicht noch zu verschlimmern, bitte ich gleich den nächsten Redner, Marc Flöhmanns, hier ans Mikrofon. Er ist Direktor der Eclipse Foundation und wird uns ein bisschen was erzählen zu OSG, Location Tech und dem Open Source oder Open Source generell als Businessmodell. Bitte schön. Okay, danke. Dann würde ich gerne zum nächsten Slide gehen. Ja, da. Ecosystem Development. Meine Tochter sagen, dass ich Software zusammenbringe mit Entwickler und Endnutzer. Das ist alles, was ich tue. Und das tue ich für Location Tech, die Spatial Aware Working Group und für die Science Working Group. Ich werde ein bisschen Deutsch, ein bisschen Niederländisch, ein bisschen Englisch sprechen. Das ist das erste Mal. Man hat mich gefragt, um alles auf Deutsch zu machen und das ist das erste Mal. So, ich werde Ihre Sprache ein bisschen beschädigen, denke ich. Ich habe niemals Code entwickelt. Niemals. Aber ich arbeite schon 17 Jahre in der Spatial Industry. Ich mache Betriebswirtschaft, als das gute Wort ist. Und mein Interesse ist nicht so sehr die Code, aber das Geld und die Zusammenhänge. Was ich heute mit Ihnen teilen will, sind einige Einsichten, Zusammenhänge, auf denen ich gestoßen bin in die letzten 17 Jahre. Man hat Software Foundations. Und was ist die Rolle von den Software Foundations in das große Ganze von unserer Industrie? Warum brauchen wir Software Foundations? Ein Software Foundation ist nicht ein Community. Ein Community ist nicht ein Software Foundation.
Das ist nicht ganz dieselbe, aber sie haben einen Zusammenhang. Communities im Ursprung hatten nicht eine richtige juristische Person. Man konnte kein Bankkonto anfragen, man hat keine Adresse und ja, man hat auch keine, was ich nenne, formelle Führung. Und Communities, wenn man die Außenwelt anspricht, dann will die Außenwelt auch eine Person, ein Persona am Tisch haben. Sie könnten nicht leben ohne eine Art von Mehrwert zu bieten. So, sie bieten Infrastruktur, sie bieten Unterstützung juridisch, für instance mit IP Audits. Und sie oft helfen Communities mit professionellen Management Sachen. Aber sie kommen auch in zwei Geschmäcker. Man hat die 1.0, die originelle Entwickler-Communities. Und heutzutage gibt es mehr und mehr Software-Foundations, die nicht nur vom Entwickler gemacht sind, aber vom Unternehmen. Das große Geld, die großen Jungs. Und das gibt oft eine Art von Streit zwischen der originellen Idee von einer Community und einer Foundation und was es heutzutage mehr und mehr gibt. Ich spreche niemals über Code, aber ich spreche auch über Geschäftsmodelle. Und ein Geschäftsmodell ist die Art und Weise, wie eine Organisation und, oder auch Sie Geld verdient. Sie haben laufende Kosten, ein Haus, ein Wagen, Kinder vielleicht, man will auf Ferien gehen. Sie wollen auch Stabilität, dass ihre Kinder zur Schule und zur Universität gehen können. Und hoffentlich haben sie ein Ziel im Leben. Oft haben die Foundations ein Ziel. Ich werde darüber weiterreden nachher. Aber man muss ein Ziel erreichen und das kann sein Geld, World Power, World Domination, das kann sein, ich will nur leben. Und das geht für Personen bis zum Regierungen. Eine Stiftung hat auch ein Business, Geschäftsmodell. Das benötigen sie, weil sie auch laufende Kosten haben. Zum Beispiel OSGEO hat laufende Kosten, eine Infrastruktur, es hat Marketingkosten, aber es ist auch beschäftigt mit einer Art von Stabilität und Zukunft zu bieten für ihre Projekte. Die Dienstleistungen sind dann ein Board, die das Management macht, die Committees. Ich bin, was nennt man das auf schlechtes Deutsch, Chair of the Marketing Committee of OSGEO. Sie bieten eine Infrastruktur. Man kann die Projekte dort in eine Repository bringen. Sie helfen Ihnen mit das mit die Promotion of ihre Projekte und sie bieten eine Art von Sicherheit, dass die Projekte nächstes Jahr oder vielleicht auch in 10 Jahren
noch immer da sein sollen. Für Unternehmen gilt dasselbe, aber sie haben ein gewisses Extra, und das ist das letzte Wort, Gewinn. Stiftungen sollen normalerweise kein Gewinn machen. Ich muss sagen, normalerweise. Aber ein richtiges Unternehmen soll immer Gewinn machen. Man muss investieren in technologische Innovation, in seine, wie nennt man das, Kenntnis und Kapazitäten. Und OSGEO ist eine Gemeinschaft, was ich habe gesagt, von Entwicklern. Es ist registriert unter eine sehr spezielle Steuerbefreiung, und das Nummer 4 ist da sehr important. In Amerika hat man 6 Steuerbefreiungsniveaus, vom 1 bis zum 6. Warum hat man das getan? In Amerika haben sie eine Art von, eine Weise, um das Kleinbetrieb zu schützen und zu helfen, weil sie when they grow. So, man kann anfangen wie eine 1-Niveau-Stiftung. Man ist eine richtige Stiftung. Und man kann innerhalb einiger Jahre bis zum 6. Niveau gehen, und man hat immer Steuerbefreiung. Das ist sehr, sehr nett. Man kann das wieder investieren in das Betrieb. OSGEO hat dann auch eine 4-Niveau, und das ist das, wenn Sie eine Geld geben, können Sie das nicht von der Steuer abhalten. Aber Companies, Betriebe können das. Wenn es eine 3-Level war, dann hatten sie auch eine Steuerbefreiung bekommen. Was ich richtig anweisen will, ist, OSGEO ist beschäftigt mit dem Outreach und Advocacy of Open Geospatial Software. Sie sollen das Wort in die Welt bringen. Sie sollen Ihnen helfen und Sie helfen OSGEO, um die Projekte weiterzubringen. Mehr Menschen, mehr Leute in die Community zu bringen. Die Einkünfte sind Donations, Sponsor und Phosphorgy Global. Das ist eine ganz große Moneymaker für OSGEO Global. Die Dienstleistungen sind Community Development, Governance, Infrastruktur, Hilfe mit dem Incubation-Prozessen, Co-Marketing und Sichtbarkeit. Es gibt auch noch eine andere Stiftung, das ist Eclipse Foundation. Und in die Eclipse Foundation gibt es eine Working Group, und das ist genannt Location Tech. Und hier sind es nicht so sehr die individuellen Entwickler, aber die Mitgliedorganisationen, die das Ganze treiben. Und wir nennen es ein Ökosystem, nicht eine Community, ein Ökosystem. Wir haben einen Markt gemacht rund um ein Projekt, ein Softwareprojekt oder mehrere Projekte. Die Location Tech und Eclipse Foundation hat eine Steuerbefreiung von 6. Das ist
ein Handelsverband. Effektiv ist das ein Handelsverband. Und die Aufgabe ist auch, um die nicht nur die technische Entwicklung möglich zu machen, aber auch zusammen die Markt zu entwickeln. Etwas, was OSGEO nicht tut und nicht kann. So, wir bekommen unsere Einkommen, unsere Einkünfte vom Membership Fees und Projektfinanzierung. Und wir haben einige Art dieselbe Dienstleistungen, aber wir haben einen IP-Prüfungsprozess. Und das ist sehr, sehr, ein sehr hart Prozess. Jede Code-Contribution wird geprüft. Ist es die Lizenz, die es geben soll? Warum? Wenn ein Endnutzer diese Code gebraucht und in seinem Produkt verwendet und es ist nicht die richtige Code, die nicht die richtige Lizenz, dann kann es Kosten, sehr hohe Kosten mitbringen für dieses Betrieb. Und es ist eine Art von Gewährleistung, die wir dafür bieten. Ein anderes Konzept, das ich immerhin mehr begegne, ist, dass 17 Jahre her war ich angefangen mit meinem Betrieb, um Maps zu machen von einer Stadt, von einem Dorf und so weiter. Das war sehr statisch, sehr normal. Und viele von euch soll das auch noch her tun. Aber heutzutage gibt es ein neues Konzept und das ist Big Geospatial Data. IoT ist ein Industrietrend, den wir folgen sollen. Willen wir noch immerhin einen Job haben in 10 Jahren Zeit? Satelliten gibt es, soziale Netzwerke, das alles macht eine Art von Größe im Data-Bereich, die nicht mehr mit dem normalen Open Spatial Projekte zu managen sind. So, und mit den 80-20 Rule kann man sagen, 80% von all die Big Data hat eine geospatiale Komponente. Und man will es auch in Real-Time haben. Nicht vom letzten Woche, aber heute, zu Tag, in dieser Uhr. So, wir haben Connected und Smart Everything. Gebäude, Städte, Kleider, Autos und noch viel mehr. Dann hat man immerhin die Big Geospatial Views zu beachten. Und wir sollen es nicht so schlecht machen. Nur, wir müssen das Volumen managen können. Und die Velocity of die Data-Prozesse beachten. Wir haben das Glück, dass die Location, die Latlon, immerhin für jedes, das ist eine fixed Art von Denominator. Variability, well, we have a time aspect and we have a spatial aspect. The visualization, well, real-time maps, of course, but then it moves on your screen.
All the ships in this world have a GPS. The American government tracks all those ships on every ocean and in real time. And you can see it. It's fabulous. Und wir wollen eine nicht nur wissen, wo etwas ist, aber was ist die Abstand von zwischen zwei Sachen. Das bringt mich zum ein Konzept, und das habe ich genannt im 2007 in einem Buch, Open Spatial Insight. And at the time, ehemalige CEO von Sun Microsystems hat gesagt, dat Hardware ist die Zukunft. Und IoT ist Hardware mit Software packaged, zusammengebracht. Und das ist in meiner Meinung, was die Zukunft werden soll für Ihnen. Nicht nur eine Stadt und eine Map, aber die dynamische Komponente wird viel mehr gefragt. Eine normale GPL-Lizenz wird nicht reichen. Da sollen neue Lizenzen verwendet werden. Weil eine GPL ist so aggressiv, so viral, dass man es nicht in ein, wie nennt man das, in einen Wagen verwenden kann mit anderen Softwarepaketen. Und dann hatte ich diese Konglomerat gefunden. Ich bin heute mit Bosch im Gespräch, weil sie haben eine Gruppe gemacht von alle Produkte, die in das IoT-Bereich fallen. Sie haben die Connected Mobility Industrie und Häuser, Energie und Städte. Und dann haben sie gefragt, wir brauchen Spezialsoftware und diese Software ist noch nicht da. Wo sollen wir es bekommen? Ich glaube, dass OSGeo und Location Tech zusammen die Mehrwert bieten können für die Bosches auf dieser Erde. Sie sind solche große Entitäten, die kann man nicht mehr mit einem Betrieb von 25 Leuten bedienen. In unserer Welt sind die meisten Geschäfte nicht größer als 20, 25 Leute im Office. Warum ist das? Das ist eine Frage. Jemand? Niemand. Na, ich weiß es nicht genau, aber ich weiß eine Sache, und das ist, die Projekte sind nicht groß genug, um ein großes Büro zu unterstützen. Die normalen Projekte sind 100, 200 am besten, über 2 Jahre. Aber Bosch braucht Projekte von Millionen. Und da ist niemand in Europa, kein Pure Player, die Bosch bedienen kann. Und wo soll Bosch dann hingehen? Nicht zu uns. Und dann haben sie alle ein Problem. Man, Bosch, man hat Samsung, man hat eine große Menge von Spielern, die neu sind im Geospezialbereich. Und sie allen sollen
bedient werden soll, bedient werden müssen. Und wir können es nicht. Niemand. Ich habe meinen Betrieb verkauft in 2011. 20 Mann, 20 Leute im Office. Ich konnte es nicht größer machen. Das war die Ende. Wir haben alle eine Aufgabe hier, um zu suchen nach einem Weg, um die Bosches auf dieser Welt bedienen zu können. Wollen wir in 10 Jahren noch eine Geospezialindustrie haben? OSGEO hat das Herz vom Entwickler. Location Tech hat die, die Börse von den Geschäften. Vielleicht zusammen können wir etwas machen. Vielleicht. Wenn wir das nicht tun, haben Sie in 10 Jahren vielleicht einen Job, aber nicht den Job, den Sie wollten. Danke. So, vielen Dank. Ha, alle rennen weg wegen der Kaffeepause, aber wir haben noch zwei Lightning Talks. Die geben den richtigen Drive, um richtig in die Konferenz zu starten. Ich bitte Sie also noch hier zu bleiben. Lightning Talks haben ja nur einen kurzen... Warum haben wir sie eigentlich? Die habe ich gerade offen. Private Open Data, Jörg, magst du anfangen? Bitte. Also die Lightning Talks sind ja maximal 5 Minuten lang, sonst ist es kein Lightning Talk. Und die sollen eigentlich zum Nachdenken anregen und vor allen Dingen wenig Zeit der Kaffeepause verbrauchen. Den Ball gebe ich zurück. Wir hängen ja schon ein wenig, Marco, nicht wahr? Okay, bevor alle weg sind, ich versuche mich zu beeilen. Ich bin da bekannt dafür, Zeit aufzuholen, was bei 5 Minuten insgesamt ein bisschen schwierig ist. Ich beginne mit einem kleinen Thementitelwechsel. Ich hatte zuerst gesagt Private Open Data, habe meine Frau befragt, ist das richtig? Die ist Dolmetscherin, Übersetzerin, war aber dann doch nicht ganz. Eigentlich geht es mir um Personal Open Data, aber also um die persönlichen Daten, die jeder von uns hat und preisgibt und nicht preisgibt. Sollen wir sie preisgeben, sollen wir sie nicht preisgeben? Das beschäftigt mich im Moment ein wenig und hat mich in den letzten Wochen, Monaten auch beschäftigt. Ich versuche mal tatsächlich ein bisschen Zeit zu gewinnen, indem ich den Anfangsteil überspringe. Da haben wir jetzt viel von gehört. Ich wollte das nochmal ins Gedächtnis rufen, aber die Vorredner haben ja auch sehr viel von Open Data gesprochen. Was ist das überhaupt? Was haben wir davon? Warum ist das eine gute Sache, das Ganze? Letztendlich mein Fazit, was ich immer so raushöre von vielen Leuten, die für Open Source sprechen und für Open Data sprechen, ist, dass wir davon sehr viel haben, dass es einen guten Fortschritt gibt, dass wir alle was davon haben, dass es eine bessere Software gibt, mehr Mehrwert und am Ende haben wir auch alle davon eine bessere Welt, aus den Gründen, aus den Folien, die ich gerade etwas schnell übersprungen habe. Insofern ist Open Data und Open Source kein Selbstzweck in der bekannten Argumentation, denen die meisten uns wahrscheinlich auch alle folgen können, sondern hat durchaus einen Sinn und ist eine gute Sache. Es gibt natürlich auch Gegenargumente, die kann man googeln oder sich mal ausdenken. Nicht freie Software ist oft einfacher für Anwender, sie sind den Umgang gewohnter. Diese große Frage Garantie, Haftung, Entschädigung, die läuft mir auch ab und zu nochmal über den Weg bei Kundengesprächen. Was ist mit dem Innovationsschutz und so weiter und so fort. Open Source konkurriert mit kommerzieller Software, das ist ja auch böse und gemein. Da wollen Leute Geld verdienen und andere verschenken einfach was. Also wir haben auch Gegenargumente, trotzdem denke ich mal, sind die meisten von denen, die jetzt hier noch sitzen, von uns der Meinung, dass Open Source gut ist und eine schöne Sache ist und wir das auch alle unterstützen sollten. Auf der anderen Seite hat auch die Community hier und der Vosges-Verein und die Open-Source-Community
ein recht hohes Bewusstsein für Datenschutz. Ich habe mir das mal als kleine Notiz da noch reingeschrieben. Die 225 Mitglieder des Vereins können sich vielleicht daran erinnern, dass vor 4 Wochen ungefähr eine Diskussion auf der Mailingliste losging, ob es eine Mitgliederliste des Vosges e.V.s geben soll, die alle lesen können sollen. Da ging es um Namen und Mailadressen und es ging eine große Diskussion los. Ja, nein, guck doch mal in diese Verordnung, darf man das auch? Das sind persönliche Daten und so weiter. Also in dem Bereich ist das Bewusstsein für den Datenschutz sehr hoch und ich sag mal so, das Bewusstsein dafür, Daten nicht freizugeben, ist dann auch hoch, schließe ich daraus und habe das auch festgestellt. Wobei ich aber auch denke, dass auch persönliche Daten die Welt besser machen können. Wir können das auch mal vielleicht erstmal ein bisschen einschränken. Auch meine persönlichen Daten können die Welt für mich ein bisschen besser machen. Wir kennen das alle von Google. Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch. Ich finde das immer eher amüsant, weil meistens ich das nicht kaufen würde, was die anderen auch gekauft haben. Im Januar saßen wir in einer Kneipe, da hat eine Kollegin gesagt, ist doch geil, ich habe mir bei Amazon ein Zelt angeguckt und danach haben die mir gleich noch den Schlafsack vorgeschlagen, den ich eh noch brauche. Insofern hat sie schon gleich den Schlafsack-Link gehabt, war vielleicht gar nicht so schlecht. Man kann das noch ein bisschen weiterspinnen, das Beispiel überspringe ich mal ganz schnell. Oder sowas, wenn die Krankenkasse auf meine ganzen Einkaufsdaten zugreifen kann, weiß sie, wie ich mich verhalte, was ich an Drogen konsumiere, wie viel Geld ich für Sport oder andere Sachen aufgebe und mir vielleicht wertvolle Tipps geben, wie ich meine Gesundheit erhalten kann, was mir persönlichen Stress und Krankheiten erspart, das überspringe ich auch mal kurz, und mir mein Leben schöner macht, ich bin gesünder. Es gibt, da fällt es wieder auf die Allgemeinheit zurück, weniger Kosten für das Gesundheitswesen, also wüsste meine Krankenkasse, wie viel Geld ich für Tabak ausgebe, würde ich vielleicht später euch nicht so zur Last fallen. Ich wäre gesünder, es würde mir besser gehen, ich würde mich besser auf die Vorträge vorbereiten können, ich würde noch bessere Workshops machen können hier auf der Vosges, weil ich mehr Zeit dafür habe und es mir insgesamt besser geht. Und auch das würde ja letztendlich wieder zu einer besseren Welt für uns alle führen, wenn das nämlich allen so geht, alle besser drauf sind, alle gesünder sind, alle für die Gemeinschaft Geld sparen können und so weiter und so fort. Die Frage ist halt, wo ziehen wir die Grenze mit den freien Daten? Was wollen wir freigeben, was wollen wir nicht freigeben? Es ist natürlich immer schön, von anderen zu verlangen, gib doch die Daten frei, ich brauche deine Geodaten, ich brauche diese Daten, jene Daten, um irgendwas zu machen. Und so wie es an die persönlichen Daten geht, ist da im Moment aus meiner Sicht eine klare Grenze gezogen. Die Argumente kenne ich natürlich auch, die meisten kennen sie auch, die will ich jetzt hier nicht aufführen, hatte ich auch nie vor, hier aufzuführen, weil das viel zu lange dauern würde. Das kann man ja gerne auch heute Abend noch auf der Abendveranstaltung im Laufe der Konferenz diskutieren. Ich denke aber auch, dass sich die Welt ändert, dass sich die Moral verändert, dass wir da vielleicht auch einem Wandel bevorstehen, ich weiß nicht, ob wir den alle noch erleben werden, ob das 10 Jahre dauert, ob das 50 Jahre dauert und dass wir das vielleicht bald ganz anders sehen, wenn ich mal kurz zurückdenke. Letztes Wochenende lief die Wiederholung von der Serie Kudamm 56, 59 aus den 50er Jahren in Berlin und da fiel mir so ein, ja, das gab ja früher vor vielen Jahren auch Sachen, darüber redet man nicht, das macht man einfach nicht, die Leute hatten sicherlich auch gute Gründe darüber nicht zu reden oder dachten gute Gründe darüber zu haben. Sowas wie häusliche Gewalt, Probleme in der Ehe zu Hause, der Mann unterdrückt die Frau und so weiter. Mittlerweile redet man drüber und das ist auch gut so, weil das die Probleme der einzelnen Personen löst. Vielleicht bewegen wir uns damit unseren aktuellen Verhalten und der aktuellen Freigabe von irgendwelchen persönlichen Daten. Was verdiene ich? Wie viele Kinder habe ich? Wie krank bin ich? Was machen meine Gene und so weiter? Auch in eine ähnliche Richtung. Hier jetzt hätte ich gerne noch ein Fazit von mir eingefügt. Ich habe aber keins. Wie gesagt, ich denke selber noch drüber nach, was ist gut, wo kann es hingehen, wie weit sollte es gehen. Und ja, vielleicht gibt es ein paar nette Gespräche am Rande der Konferenz, heute Abend bei viel Bier, Wein oder sonst was, oder am frühen Morgen, wenn noch alle verschlafen sind, dass ich da auch ein bisschen mit meinen Gedanken weiterkomme. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, bin aber jetzt auch schon fast am Ende, noch 2 Folien, einmal eine Konferenz, die sich auch mit genau diesem Thema beschäftigt, ist die MyData,
2017 kann man sehen, was letztes Jahr stattfand. Es gibt auch die Adresse mit 2018 zur Konferenz, die in Helsinki im August stattfindet. Und zum Schluss möchte ich noch für die Inspiration danken, was zwei Bücher waren, die ich zufälligerweise direkt nacheinander gelesen habe, die das gleiche Thema auf verschiedene Arten behandeln. Einmal Quality Land, eine Satire, und Homo Deus, eher ein Sachbuch über unsere Zukunft. Bin ich in der Zeit geblieben? Vielen Dank. Ja, danke Jörg. Die erste Literaturempfehlung habe ich auch schon durch, die zweite muss ich mir wohl noch notieren. Und die letzte Keynote für heute, und dann ist die Kaffeepause, glaube ich, schon fast vorbei. Light on Europe, Europa intuitiv erkunden. 5 Minuten. Ja, oh je. Ja, ich weiß, ich habe auch schon überzogen. Genau, ich will mich ganz arg beeilen. Ich bin heute der Ersatz für den Jakob Miksch. Und wir hatten eben ein Projekt gegründet, das hieß Light on Europe. Erstmal, wer sind wir? Genau, das sind wir. Der Jakob und der Martin kümmern sich ums Backend, während ich quasi mich eher um das Frontend kümmere. Und zu dem Ganzen kam es, weil wir beim EU Dataton teilgenommen haben. Das war eine Ausschreibung vom Open Data Portal der EU, wie wir quasi die Daten verwenden könnten und was man mit den Daten überhaupt machen kann. Und dazu hatten wir uns eine Web-App ausgedacht, bei der man die Daten intuitiv erkunden kann anhand einer Karte. Man sieht, hier ist jetzt das Beispiel Alpen genommen, einfach ein Polygon, klickt dann auf OK und bekommt dann die komplette Statistik daneben ausgespuckt. Ich muss dazu sagen, das Kuchendiagramm soll nicht so bleiben, damit sind wir selber nicht zufrieden. Ein wichtiger Punkt dabei ist, dass die administrativen Grenzen überhaupt keine Rolle spielen, was sehr schön ist, weil man damit auch Grenzregionen jetzt untersuchen könnte. Die aktuellen Daten, die wir drin haben, sind von OpenStreetMap, wie die Vorgabe eben auch war, vom Open Data Portal und von WordClim. Der Aufbau selbst läuft bei uns im Moment über PostgreSQL und Postgres und wird dann über den Geo-Server in einem WFS ausgegeben. Und so wird dann quasi die ganze Web-App dann auch dargestellt mit Leaflet, Vue.js und mit Chart.js haben wir es bisher gemacht. Dabei sind wir auch auf einige Probleme gestoßen. Einmal muss man immer aktuelle Daten finden. Das ist mal das Problem. Wir können ja nicht Daten von vor 30 Jahren mit Daten von heute verschneiden. Dann muss man natürlich darauf achten, dass die räumliche und zeitliche Auflösung passt. Das heißt, nicht alles macht quasi Sinn, das in möglichst kleinen Räumen darzustellen. Und man muss sich natürlich da auch anpassen an die geringste Auflösung, die vorliegt. Dann die sinnvolle Auswertung und Visualisierung ist noch ein Punkt, an dem wir gerade arbeiten, weil die Statistik, die rauskommt, muss ja irgendwo auch valide sein und argumentativ quasi feststehen. Und die Visualisierung, deswegen auch der Punkt mit unserem Kuchendiagramm, die muss auf jeden Fall so sein, dass sie nicht missinterpretiert werden kann. Von Lizenzen haben wir vorhin schon gehört, nicht jede Daten darf man mit anderen Daten verschleiern und da müssen wir eben auf jeden Fall immer gut drauf achten. Genau, wofür braucht man sowas überhaupt? Wir haben uns da einige Sachen überlegt. Man könnte auf der einen Seite Umweltuntersuchungen durchführen, zum Beispiel indem man das Einzugsgebiet eines Flusses untersucht, wo man auch wieder beim Punkt Naturgefahren wäre. Man kann gleichzeitig auch noch schauen, wie viele Menschen wohnen dort. Das heißt, man kann eine Art Risikoanalyse durchführen. Gleichzeitig betrifft das natürlich auch die Infrastruktur. Die wiederum hat ja auch Auswirkungen, ob ich zum Beispiel als Firma, wo wir beim Bereich Wirtschaft wären, dort wiederum mich ansiedeln möchte, ob ich dort Zulieferer haben kann, wohnen dort überhaupt Menschen, die bei mir arbeiten könnten. Und ein wichtiger Punkt ist auch der Tourismus, sowohl für die Destination selbst als auch für den Touristen hatten wir uns überlegt, einmal zum Angebot entwickeln und einmal auch zum Untersuchen, was ich dort überhaupt machen kann. Und im Bereich Bildung ist, denke ich, allen klar, dass es ja natürlich sehr praktisch ist, eine Region so weitläufig untersuchen zu können. Für die Zukunft hatten wir uns noch einiges vorgenommen. Einmal müssen wesentlich mehr Daten integriert werden, zum Beispiel noch Social-Media-Daten oder Crowdsourcing-Daten. Und cool wäre es auch noch, Real-Time-Data zu integrieren, vor allem zum Beispiel das Wetter oder Bahnpläne und so was. Genau, dann soll natürlich der Server weiter ausgebaut werden. Für mich da der interessanteste Punkt ist, dass wir unbedingt R einführen müssen, dass die Statistiken besser passen. Und würden gerne auch eine API zur Verfügung stellen, damit man das Ganze auch in eigene Programme zum Beispiel implementieren kann oder mit QGIS bearbeiten kann. Und natürlich die Web-App, die für alle offen steht und die Daten vor allem auch Menschen zugänglich machen soll, die eigentlich überhaupt keine Ahnung von Geodaten haben. Aktuell versuchen wir auch noch daran zu arbeiten, den
Quellcode quasi öffentlich zu machen für alles. Und das war es sogar von meiner Seite. Ich glaube, ich bin unter 5 Minuten. Genau.